unser Projekt war es, beziehungsweise unsere Idee war es, ein Kassensystem zu bauen, zu rekonstruieren und vor allem auch zu verbessern. Dazu haben wir jetzt hier ein Raspberry Pi mit Bildschirm sowie einen Thermodrucker und einen Scanner genommen. Unsere Schwierigkeiten bei dem Projekt waren hauptsächlich, dass wir beide die Programmiersprache, die wir dafür verwendet haben, neu gelernt haben sozusagen. Wir kannten die Grundsätze davon, also Python ist das. Und das haben wir genommen, weil wir wussten, dass das auf jeden Fall einwandfrei auf dem Raspberry Pi läuft. Und dazu haben wir dann auch für die grafische Oberfläche, die wir hier laufen haben, ein Framework genommen für die Fenster, nämlich WX heißt das. Und genau, da haben wir, wie gesagt, dieses Programm geschrieben, was damit mit dem Scanner und mit dem Drucker interagiert. Genau, dann werden wir jetzt einmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, sollte gehen. Das Erste, was man machen kann, ist mithilfe des Scanners Produkte einscannen. Bin wunderschön pieps. Produkte einscannen. Das, falls man zu viele Produkte hat, kann man die stornieren. Einmal löschen. Letztendlich, wenn man damit fertig ist, kann man auf Fertigstellen klicken. Sobald man das gemacht hat, hat man die Möglichkeit, das Geld, was der Kunde gibt, einzugeben. Dann wird automatisch das Rückgeld errechnet und auch, was für Münzen dafür verwendet werden. Soll heißen, bei 2,10 Euro Rückgeld, 2 Euro Münze, ein 10 Cent Stück. Dann kann man im Gegensatz zum normalen Kassensystem entscheiden, ob der Bon ausgedruckt werden soll oder nicht. So heißen, würde Jonas jetzt auf Ausdrucken klicken. Hat man hier einen wunderschönen Bon mit Rechnung, Bargeld, was gegeben wurde und dem Gesamtpreis. Das war so eigentlich unser Projekt, unser Vortrag. Super. Ein Applaus für PyCache.